ist halt tatsächlich 2 Tage früher gekommen als erwartet. Packen wir einfach mal aus und schauen rein. Allein das Geräusch hat es in sich. Könnt ihr schon was erkennen? Besser so. Ein bisschen spannend. So. Ich freue mich sowas von. Also. Styropor. Wenn wir uns mal aus der Garage rausfahren. Funke zum Vorschein. Funke, ähnlich wie bei Traxxas. Nur mit dem großen Unterschied, dass Channel 4 und 6, das sind die Differentialsperren, getrennt voneinander geschaltet werden können. Ich bin gespannt. Batteriefach, gut, können wir dann gleich voll machen. Hier ein bisschen Werkzeug, noch ein Aufkleber, Bedienungsanleitung. Wer braucht eine Bedienungsanleitung? So, und jetzt machen wir den mal nackig. Hört ihr das Geräusch? Kennt ihr das Geräusch? Wenn ihr so ein heißes Teil auspackt. Wunderbar, wunderbar. Mal durchdrehen. Ein paar Styroflocken hängen noch dran. Okay, die sind ziemlich hart. Aber ich will sie trotzdem testen. Ich habe gesagt, beim ersten Fahren werde ich alles original lassen. Komplett. Um eben festzustellen, was da auf den Markt geschmissen ist. Dann ziehen wir nochmal das Kleidchen aus, dass wir sehen, was da unten drunter steckt. Da sind unten schöne Haken. Einfach reindrücken. Und dann kann man... Ach so, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da ist ja sogar der Akku mit dabei. Das ist ja geil. Also, wir haben... Die komplette Verkabelung sauber verlegt für die Leuchten. Den Akku nehmen wir jetzt gleich mal ans Ladegerät tacken. Das ist ein 3000er, was da dabei ist. Okay, geliefert mit 3,96 pro Zelle, das ist in Ordnung. Dann laden wir den mal mit 1C, bedeutet bei 3000 mA mit 3 Ampere wird geladen. Schauen wir mal, wie lange das dauert. In der Zwischenzeit schauen wir uns natürlich da mal das gute Stück an. Der Regler, wunderbar. Verkabelung, die Servos für die Diffs, Servo für zweiter Gang, Motor, Getriebeeinheit
Und da ist jetzt das Problem, das haben jetzt alle schon beschrieben, der Motor ist locker. Seht ihr das? Sieht man das? Also man hört es zumindest. Motor ist locker. Muss man dann mal aufmachen und gucken, was da Sache ist. Scheint aber ein Serienproblem zu sein. In der Zwischenzeit schauen wir mal, was uns unten erwartet. Dafür stecken wir jetzt wieder zusammen. Die Karosserie wird an diesen Schnappern hier entriegelt und verriegelt vorne wie hinten. Setzen wir sie mal auf, ob wir da treffen. Einwandfrei. Hinten. Ach, das rastet einwandfrei ein. So. Jetzt haben wir ein neues Modell. Bedeutet, wir legen jetzt da mal was unter. Also ein neues Modell. So, jetzt ein kleiner Werkstatt und Kratzer abkriegen. Okay. Einmal. Zweimal. Gut. Differenziale sind offen, wie man sieht. Sowohl vorne wie auch hinten. Schaut alles sauber aus. Jetzt werden natürlich alle Schrauben mal kontrolliert, nachgezogen, damit da wirklich alles fest ist und nicht beim ersten Ausritt irgendwann Schaden nimmt. Aber von der Aufmachung her sieht der richtig gut aus. Sehr schön. Hinten nochmal ein vollwertiges Rad. Wie gesagt, die sind relativ hart, die Gummis. Ich bin gespannt, wie sich die fahren. Ob das was taucht, wenn nicht, kommt ein anderer Satz drauf. Schaut ähnlich aus wie der Canyon Trail, ist aber definitiv keiner. Aber sei es drum, in der Sammlung haben wir etliche Sätze zur Auswahl. Aber der erste Eindruck. Doch wertig, schaut schön aus. Ja. Selbst mit Schaufel und Tankattrappen. Schön. Flachgebetträger, Leitbau, die werden wir jetzt nochmal testen. Wie viele 1000 Lichtstufen das es gibt. Larry hat es ja auch schon vorgeführt. Ja, gut. So, jetzt haben wir hier nur unsere Bedienungsanleitung. Kann man ja bei Bedarf auch mal reingucken. Ansonsten ist hier noch zwei Offroad-Aufkleber mit dabei. Sehr schön. Ein USB-Ladegerät für den Akku. Okay, lädt mit 800 mA. Sehr schön. Radmutterschlüssel, 2 Inbus, 1,5 Inbus. Respekt. Da ist die Bedienungsanleitung für den Regler. Anleitung, was weiß die? Über die Funke erklärt, sehr schön, wie man Batterien einlegt, wie man lenkt, dann die einzelnen Positionen, Low Gear, High Gear, also was für eine Schalter das wir haben, Lichtkontrolle, wo der Power Switch ist, den wir vorhin gesucht haben, Explosionszeichnung von der Achse vorne mit Bezeichnung und Ersatzteilnummern, sehr gut. Hinten genauso, sehr schön. Rahmenteile, ja, das ist schon mal anständig. Da sind dann die einzelnen Ersatzteile noch aufgeführt.
dass man es im Bild nochmal hat. Den Motor Mount kann man knicken, weil da fräsen wir lieber selber im Dicken bei Bedarf. Aber Zahnräder und das ganze Zeug, Räder, Reifen, Karosseriegeschichte, ja toll, alles dabei, gut, sehr schön. Ich bin jetzt bloß am Überlegen, ob die Leiter hier zum Aufklappen ist, weil die schaut nämlich so aus. Und da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Die Leiter ist tatsächlich zum Aufklappen. Das klappt nicht. Ja gut. Das sind Kleinigkeiten, aber die reißen es raus. Voll cool. Super. Im Hintergrund seht ihr meinen Hardbody. Da steckt ein umgebauter Amiibi unten drin. Ja, macht aber verdammt gute Figur. Ne? Und ich dachte, das ist eigentlich eine feste, aber das ist auch Lexan. Ne? Das ist keine Hardbody, so wie jetzt hier. Schön, größentechnisch passt gut. Und schon floppt das Teil hier ganz bequem. Ohne Heckmeck. Siehe da, selbst die Kante, viele kennen die ja schon, aber gut gemeistert. Ja, sauber. Erste Fahrt out of the box. Kann ich nicht nageln.